Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung sind junge Fachkräfte im Gesundheitswesen eine wichtige Gruppe, die entscheidend die Zukunft unseres Gesundheitssystems prägen wird. Uns würde daher interessieren, welche Initiativen plant das Ministerium, um junge Menschen im Gesundheitswesen dabei zu unterstützen, eine aktive Rolle bei der Umsetzung der digitalen Gesundheitsstrategie in Deutschland zu übernehmen und sie somit langfristig in die Zukunftsplanung mit einzubeziehen? Ja, da gibt es eine Menge, darüber könnte ich lange vortragen. Ich bin mal ein ganz profanes, aber nicht unbedeutsames Beispiel. Wir werden ja auch diese Digitalstrategie umsetzen mit einer Veränderung der Art und Weise, wie wir die Umsetzung machen. Also die Gematik wird weiterentwickelt in eine Digitalagentur, wo wir dann auch die Projekte, die wir machen, noch etwas besser steuern können, das ist klar. Und dort werden jederzeit hochqualifizierte, gute Leute gesucht. Wir wollen da jetzt wirklich deutlich zulegen, bessere Struktur machen. Es gibt zahlreiche Forschungseinrichtungen in der Medizin. Ich hatte ja eben die 23 Unikliniken erwähnt, mit denen wir im Bereich KI-Erleitung zusammenarbeiten. Dort werden überall gute Leute gesucht. Die Projekte sind zum Teil beeindruckend, die jetzt schon laufen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Somit denke ich, sind die Möglichkeiten, die ein junger Mensch hat, wenn er sich dieser Entwicklung widmen will und einen Beitrag leisten möchte, die sind fantastisch und sind wahrscheinlich nie besser gewesen als jetzt. Wir gehen nach vorn, wir investieren viel, die Bundesregierung steht dahinter, es ist unbedingt benötigt und es gibt technische Möglichkeiten, die man tatsächlich als eine Revolution bezeichnen kann. Und daher brauchen wir auch eine Revolution in der Art und Weise, wie wir politisch all dies nutzen können und nutzen wollen und daran arbeiten wir. Notfalls treten Sie noch ein paar Mal in der Heute-Show auf, damit erreichen Sie auf jeden Fall viele junge Leute. Ich habe den Beitrag nicht gesehen, aber ich hoffe, er war vorteilhaft. Aber das ist jedes Mal, Herr Minister, kann ich Sie versichern. Ich sehe aber auch hier viele junge Leute, vielleicht erreiche ich auch hier. Also die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Vielen herzlichen Dank, Karl Lauterbach, für die vielen tollen Einblicke.